gestern Mittag und es war gelb und die hatten ein Messer und ganz, so. Ganz ruhig, erzähl dir erstmal, was genau passiert ist. Also ich bin gestern am Feldweg vorbeigelaufen, neben einem Tierheim an einem Schild. Ich bin gelaufen und dann auf einmal ist ein Auto hinter mir hergelaufen. Und es waren einfach Juden, die waren zu viert, hatten Messer, lange schwarze Haare, die haben mich verfolgt. Ich bin stundenlang weggerannt. Wäre ich nicht so schnell und clever gewesen, dann hätten die mich einfach gefangen genommen und was weiß ich mit mir angestellt. Hä? Ich war gestern mit meinem Onkel zur gleichen Zeit am selben Ort und da sah ein Junge genauso aus wie du und den wollten wir nach dem Weg fragen. Juden, Juden, da sind Juden, schnell weg! Ganz. Digga, so drauf. Also, das Motiv des Judenautos ist, die Entstehung von Vorurteilen zu erklären. Hier geht es weniger darum, wie Leute reagieren, die von dem Vorurteil betroffen sind, sondern mehr die Reaktion von Leuten, die das Vorurteil hören. Am Anfang steht die Angst und die Stereotypen. Das wird deutlich an der Erzählung von Gudrun K., die das Judenauto gesehen haben will und beschreibt dies. Es wird deutlich, dass am Anfang wirklich nur die Mädchen darauf hören, während die Jungs mehr abgeneigt davon sind bzw. das Ganze nicht glauben wollen, da Gudrun als Klatschtante sozusagen bekannt ist. Im weiteren Verlauf wird aber immer mehr der Realität und Wahrnehmungsverlust deutlich, denn das, was Gudrun erzählt, bekommen die Kinder von ihren Eltern zu Hause auch erzählt. Und so wird der Heimweg des Ich-Erzählers immer mehr bedrohlicher, als er vorher immer zu sein schien. Als er dann noch ein Auto sieht, das auf ihn zugefahren kommt, obwohl das gar nicht der Geschichte entsprechend Gudrun Kars ist, läuft er schnell weg. Am nächsten Tag geht er in die Klasse und erzählt ganz stolz von seiner Heldentat, indem er noch ein bisschen ausschmückt, dass die Verfolgungsjagd über Stunden ginge und er ganz clever und gewieft sei und viele Haken schlagen musste, um dem Auto zu entkommen. Als er seine Heldentat erzählt, wird auch jemand in der Klasse deutlich, dass es dabei um sie und ihre Familie handelt, die zur selben Zeit am gleichen Ort auf dem Feldweg war. Dies sagt sie auch so in der Klasse. Das erzählende Ich reagiert bei dieser Widerlegung seiner Heldentat bzw. des Vorurteils ganz irrational, indem er die Erzählerin beschimpft und ganz schnell aus dem Klassensaal rausläuft. Zum Abschluss erzähle ich euch noch etwas zu Franz Fürmann. Das war der Autor von Das Jugendauto. Er wurde 1922 geboren in der Tschechoslowakei, wuchs aber dann später in der nationalsozialistischen Zeit Deutschlands auf und am Ende lebte er dann in der DDR und verstarb auch dort. In seiner Jugend wurde er viel durch den Nationalsozialismus geprägt. Er war vorher Mitglied in einem Turnverein, der später zu den Sudeten der Hitlerjugend zählte und war dann in dem weiteren Verlauf auch im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Griechenland als Nachrichtenkorrespondent tätig. Hier wurde er gefangen genommen und wurde dann als Kriegsgefangener der Kommunisten verschleppt und wurde dann später in der damaligen DDR nochmal freigelassen. Er kannte sich gut mit dem Gedanken des Sozialismus anfreunden, wurde aber nach und nach immer mehr davon enttäuscht. Er war einer der bedeutendsten Autoren der DDR und verarbeitete viele seiner jugendlichen Probleme bzw. seiner Traumata in seinen Werken. Er schrieb unter anderem auch viele Kinderbücher, wie zum Beispiel Das Jugendauto, wo hier auch einfach deutlich wird, wie er diesen seinen Werken verarbeitete.